Ich zeige euch jetzt noch einen Zaubertrick, weil ich habe extra für euch heute Abend ein Zauberkunststück einstudiert. Und ich habe lange überlegt, welches Kunststück passt eigentlich so am besten hier in den Quatsch-Comedy-Club. Da habe ich gesagt, na klar, die zersägte Jungfrau. Ja, jetzt hat sich aber Leute heute Nachmittag, wie soll ich sagen, so eine Art Materialproblem ergeben. Ja, ich habe in ganz Berlin-Mitte keine Säge gefunden. So, deswegen zeige ich euch was anderes und wenn ihr danach applaudiert, werde ich sogar ausnahmsweise mal verraten, wie es funktioniert. Ihr werdet es wahrscheinlich alle kennen und zwar handelt es sich hierbei um die verschwindende Ketchupflasche. Ich habe hier eine Flasche Ketchup und eine leere Röhre. Ich stülpe die Röhre über die Flasche Ketchup, ich sage Schnipp, ich sage Schnapp. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Flasche Ketchup. Ist verschwunden. Nein, 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 ist nicht im Ärmel, das denken immer alle. Die schwebt hier irgendwo als unsichtbares Molekül im Raum umher. Aber jetzt kommt der Hammer, Leute. Ich kann auch wieder erscheinen lassen, pass mal auf. Ich sage Schnipp, ich sage Schnapp. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Die Flasche Ketchup ist wieder raus. Was los? Ich höre da so eine gewisse Ironie aus einem Applaus raus, kann das sein? Hat euch nicht gefallen mit der Ketchupflasche oder was? Ich meine, wir können auch was anderes machen. Mir ist das völlig egal. Okay. Ich habe versprochen, wenn ihr klatscht, werde ich verraten, wie es funktioniert. Zufälligerweise habe ich noch eine zweite Flasche Ketchup dabei und eine Röhre. Und damit ihr jetzt seht, wie das Ganze funktioniert, werde ich das jetzt in Zeitlupe präsentieren. Lust auf mehr Quatsch? Hier geht's weiter zum nächsten Video und hier kannst du uns abonnieren. Folge uns auch auf unseren anderen Kanälen für exklusiven Quatsch-Content, Tickets und Deals.